Willkommen zu unserem Allegro Network Multimeter Anwendungsbeispiel. In diesem Video zeigen wir, wie man die IP-Adresse eines Netzwerkgerätes herausfindet. Dazu habe ich den Allegro Network Multimeter zwischen das Testgerät und die Serverinfrastruktur geschaltet. Oft hat man einen Drucker, einen Server oder ein Internet der Dinge-Gerät, von dem man die IP-Adresse herausfinden möchte. Es gibt dazu viele Wege, wie man dies mit dem Allegro Network Multimeter herausfinden kann. In unserem ersten Beispiel befindet sich die MAC-Adresse auf dem Gerät. Ich werde das Anwendungsbeispiel an einer Synology Disk Station zeigen. Dazu öffne ich das Dashboard. Jetzt öffne ich die MAC-Statistikseite und suche nach der MAC-Adresse. Hier haben wir die MAC-Adresse gefunden. Nun klicke ich auf diese, um die aktiven IP-Adressen für das Gerät zu sehen. Ah, hier haben wir die IP-Adresse. Nun kann ich probieren, auf die Synology zuzugreifen. Hier haben wir die IP und ich kann auf die Synology zugreifen. Der nächste Anwendungsfall ist ein Hewlett-Packard-Drucker. Ich möchte den Status des Gerätes abfragen, aber ich kenne die IP-Adresse nicht. Ich gehe zurück zur MAC-Statistikseite. Hier suche ich nach Hewlett. Hier haben wir die MAC-Adresse des Druckers. Ich navigiere nun wieder zu den IP-Adressen. Jetzt kann ich die Webseite der IP aufrufen, um den Status des Druckers herauszufinden. Ah, es ist der Drucker und ich kann den Status sehen. Das nächste Anwendungsbeispiel ist ein Cisco Linksys Access Point, der seine IP-Adresse über DHCP bezieht. Hierzu kann ich die Seite DHCP-Statistik öffnen, um die IP herauszufinden. Ich lösche alle Elemente, um den nächsten DHCP-Eintrag zu sehen. Nun verbinde ich den Access Point, der sich eine IP über DHCP holt. Der Eintrag taucht mit der zugewiesenen IP-Adresse auf, womit ich wieder auf das Webinterface zugreifen könnte. Ich prüfe hier jetzt, ob die MAC-Adresse eine Cisco MAC ist. Ja, es ist eine Cisco Linksys MAC-Adresse. Das letzte Beispiel zeigt die IP-Adresse über einen einfachen HTTP-Zugriff an. Ich habe ein iPhone und möchte die IP-Adresse herausfinden. Dazu öffne ich auf dem iPhone eine Webseite, wie zum Beispiel leipzig.de, und navigiere zur HTTP-Statistik. Hier kann ich nach dem Server leipzig.de suchen. Ah, hier ist die IP des Webservers. Ich rufe nun die IP Peers auf, um zu sehen, wer mit dem Server in Kontakt war. Jetzt prüfe ich die MAC-Adresse, ob es wirklich ein Apple iPhone ist. Ah, es ist ein Apple-Gerät mit iOS. Vielen Dank, dass Sie sich unser Allegro Network Multimeter Video angesehen haben. Für mehr Informationen besuchen Sie auch unsere Webseite.